Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Darksiders 3. Ich hoffe, mit dem Ton und mit der Lautstärke stimmt alles so, wie ich das will. Ich hoffe, es zumindest nicht glänzend ist, dann tut mir leid. Ich hoffe, es wird nicht allzu genervt sein von der Aktion hier, weil das letzte Mal war ja schon zu. Ne? Fängt schon mal sehr gut an, würde ich sagen. Und die mal weiter bomben. Ich wüsste nicht, wie ich die Flieg hätte. So, hier die extrem nervige Teil. Ja, ich spiele mit euch schon. Ich bin schon ein Spiel mit euch. Überall, wo man... Ich habe nur so ein T-Shirt an und überall hängen bei mir gerade die Haare. Das gibt es mir dann schon nicht. Oh. Oh, okay. Wir haben keine Lebenskurbelchen mehr. Ich treffe aber auch genau, ne? Die definitiv keine Kinder sind, also, ne? Ich hatte vergessen, einen Timer zu stellen. Ich mache jetzt hier auf Pause. So. Sputu, da bist du. So. Ich hoffe, ich schaffe mit diesen kleinen nervigen Biester nicht, dass wir die nächsten paar Folgen damit beschäftigt sind, diese Biester zu schaffen. Stay with us.
auf. Die ziehen aber auch bestialisch ab, ne, die Mistviecher. Finde ich ein bisschen abartig, was sie so abziehen, ne? Vielleicht sind sie auf der falschen Seite, oder? Kann ich da irgendwie so? Okay. Nö. Oh Mann. Ich hab auch nichts. Entschuldigung. Ach, stimmt ja, das war. Ah, okay. Stimmt. Das stimmt ja. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich muss ja gar nicht drauf. Ach, ich bin ja doof. Ich musste ja hier drauf. Hopp. Gut. Okay. Wenn ich schon so einmal voll hat, ne? Ich wusste halt, das setzt man nicht so lang. So viel geht einfach mal hier lang. Sonst hätte ich woanders da lang gelaufen. Hier scheint jemand ziemlich sammelwütig zu sein. Herrin, dein Talisman! Sei vorsichtig! Ich geh einfach mal hier lang. Das ist eine gute Idee, da lang zu gehen. Ich will jetzt nochmal sterben und den ganzen Mist nochmal machen. Ah, gut. Ich gehe jetzt erstmal hier zu. Du hast also die Flammenfähigkeit erworben. Was willst du dafür? Du machst Witze. Na klar. Sieh dich an. Du lernst, Humor zu erkennen. Das ist Charakterwachstum. Während du dich schrecklicherweise nicht veränderst, willst du etwas? Wenn du schon so fragst, ich brauche... Oh, ich hasse dieses Wort. Ich brauche deine Hilfe. Wirklich? Absolut. Du weißt ja, ich bin ein Dämon, der sich auskennt. Ein fleißiger Seelenhändler. Meine Geschäfte führen mich quer durch diese und andere Welten. Aber etwas versperrt mir den Weg. Etwas dringt in die Schlangenlöcher ein. Diese Invasion hat mir die Fähigkeit genommen, frei durchs Reich zu streifen. Ist ja wohl dein Problem, nicht meins. Die Steinräuber wollen selbst die Kontrolle über das Schlangenloch erlangen. Jemand muss diesen schwerfälligen Bestien Einhalt gebieten.
zum Wohle aller. Na schön, aber für das Wohl aller Dämonen und Reiter müssen die Schlangenlöcher gereinigt werden. Und die Flammenfähigkeit ist der erste Schlüssel. Wie du weißt, bin ich für so ein Unterfangen ungeeignet. Aber du und deine Peitsche sind viel überzeugender. Warum sollte ich dir helfen? Von der Beziehung, die hier entsteht, können wir beide profitieren. Das habe ich schon mal gehört. Aber keine Chance. Niemals. Im Netzwerk der Schlangen sind zahlreiche Schätze versteckt. Wenn du mir den Weg ebnest, gehören sie dir. Du benötigst mehr Fähigkeiten, um das gesamte Netzwerk zu durchqueren. Aber das wird es wert sein. Mach die Durchgänge frei, erledige die Wächter und ich verspreche dir, dass die Schätze dir gehören. Nur dir allein. Ich überleg's mir, Dämon. Womit kann dir dies... Das wird uns beiden Spaß machen, wie du willst. Ach, Moment, ich habe ja noch mehr. Soll ich schon wieder einen Falschknopf drücken? Boah, das ist okay. Die Menschen waren voller Makel. Aber auf die Kunst verstanden sie sich. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Engel so neidisch auf sie waren. Hast du je einen dieser Vögel malen sehen? Du redest über Kunst. Jetzt? Ihr? Das ist ein Museum. Ich weiß, dass wir eine Mission haben. Aber... Nicht jeder weiß die feinen Dinge im Leben zu schätzen. Habgier. Fury. Willkommen in der Halle meiner Schätze. Leider hast du vergessen, den Eintrittspreis zu bezahlen. Dein Leben. Hol es dir, wenn du dich traust. Abschaum. Oh ja. In die Enge getrieben. Und endlich kämpfst du. In die Enge getrieben. Und endlich kämpfst du. Dein glorreiches Ende ist meine größte Belohnung. Zeig, was du kannst. Und ich nehme dir alles. Ah!
uns den Knochen saugen. Ja, war klar. Das lief ein bisschen nicht so, wie ich es wollte. Das Prag aus den Knochen saugen. Ich werde dir das Mark aus den Knochen saugen. Das Ende ist meine größte Belohnung. Zu spät gecheckt. So rum jetzt aber. Ich gebe es mal hin. Dann. Was du kannst. Ich nehme dir.
einfach voll rein, ne? Du bist meine größte Trophäe. Ja, komm voll rein. So ist richtig. Ja, renn grad drin rein. Ich werde dir das Mark aus den Knochen saugen. Selbst dein Tod genügt mir nicht, Reiter. Mann, ey. Das Ding am Sand ausgegeben ist gerade. Ah, das ärgert mich jetzt voll. Aber ich glaube, wir sind für diese Runde fertig eigentlich erstmal. Und ja, ich hoffe, man hört, wenn ich das schon sage. Ich hoffe, es hat euch heute trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt irgendwie diesen Boss geschafft habe. Aber vielleicht schaffe ich ihn beim nächsten Mal. Und ja, dann hauen wir den Hüten mal eine richtig gerne rein. So, ja, dann würde ich sagen. Dann sieht sich, man liest sich und hört sich. Ciao!